Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben, auf der Map Deiner, Größe 4x3. Und ihr seht schon, wir sind gerade schon in der Runde und müssen direkt loslegen, weil ich bin reingegangen und es ging auf einmal direkt los. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Musste noch mein schönes Aufnahmeprogramm starten. Und ja, so sieht's aus. Es geht direkt los. Map Deiner mag ich nicht ganz so gerne, muss ich sagen. Aber wird natürlich trotzdem gespielt, weil muss ja, ne? Mal gucken, was wir hier reißen können. Anyways. Dann gehen wir natürlich auch ganz vorbildlich zur Eiseninsel von Team Gelb hier rüber. Ja, ganz klar. Da sind wir auch ganz. Okay, den haben wir ausgetrickst. Number one. We tricked him pretty good. Pretty well. Okay, den tricksen wir auch. Jawohl. Als ob es einfach funktioniert hat. Ey, wir haben beide ge. Oh Mann, wir haben sie so fertig gemacht. Ehrlich. Das war ja absoluter Wahnsinn hier. Von Torben. Achtung. Achutgund. Achtung hat Tradition bei mir, dass ich das falsch schreibe. Ich hoffe, unser Bett geht jetzt nicht kaputt. Danke, das sollte der rote gewesen sein. Wer hat uns mehr genervt? Blau, oder? Jedoch hat Blau, glaube ich, einen Bogen. Und nach Rot zu gehen ist auch nicht so eine schlechte Sache. Außerdem habe ich von, wenn ich oben bei Rot hier bin, immer noch die Möglichkeit, genauso gut zu Blau zu gehen. Ui, das lief nicht gut. Nee, nee, das lief. Ah, ich hatte auch so viel Eisen dabei. Und das Ding ist, da sich alle oben lang in die Mitte gebaut haben, komme ich ja gar nicht mehr hier runter, du. Der ist ja doof. Also komme ich gar nicht mehr zurück, meinte ich nicht. Runter komme ich immer, aber hoch. Ich brauche Blöcke in der Mitte. Schnell. Schnell, schnell. Hier, hier. Ey, ich brauche Blöcke, ich brauche Blöcke. Blöcke, bitte. Komm schon. Bitte gelb. Och Mann, warum? Warum? Kollege. Du. Slim, Simi, du gibst mir die. Bitte gib mir Blöcke, bitte, bitte. Ja. Willst du mich verarschen? Oh, ich dachte, das wäre nur einer. Danke. Du bist der Beste. Ich mache mich auf den Rückweg. Hab nämlich ganz tolle Sachen. Wir haben nicht lange überlebt. Nicht gut. Kacke. Mann, warum haben die denn einen Bogen? Das war mein Handy, aber ist okay, oder? Ich finde schon. Kriegt ihr mal mit, wie fame ich bin, ne? Na, Spaß. Da, goddammit. Er kommt jetzt von oben. Kommt man von hier hinten in unser Diner? Ja, man kommt auch von hinten in das Diner rein. Das mache ich mal ganz kurz zu. Okay, er ist vorne. Ist er hinten oder vorne? Wo ist er? Ich mache das Diner mal ganz kurz zu. Okay, er ist hinten, glaube ich. Ja, er ist hinten. Von unten haben wir die bessere Hitbox, du Idiot. Komm her. Da ist er. Fuck. Ja. Oh mein Gott, in der letzten Sekunde. Ey, das gibt es doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht, Leute. Das war ja mal so lucky. Ich konnte ihn gerade noch wegboxen. Und jetzt kommt der Gegenrush hoffentlich. Wobei, die haben ja eigentlich immer noch einen Bogen, ne? Sei er den dabei. Dann wäre er ziemlich. Hätte er ziemlich dumm gespielt. So, du gehst mir mal nicht auf den Sack hier mit deinen. Möchte gern Fast Bridging Scheiß. Also, er konnte es ja. Aber ich habe es verhindert, trotzdem. Und dann gucken wir doch mal. Ob wir mal ganz gediegen hier zu denen kommen können. So, wie bist du gekühlt mit dem Bogen? Nein.
Dann machst du mal einen Abgang. Okay, du hast überlebt, aber ist okay. Ich habe ja sowieso nur das Goal, mal ganz kurz hier zu deinem Team zu gehen. Oh, hallo Roter. Vielleicht denkst du jetzt von unten ab, das wäre... Roter, guck doch mal, Roter. Roter, bist du dumm? Danke. Gut, dass der Blaue da auf sich aufmerksam gemacht hat. Jetzt ist der Rote trotzdem gestorben. Seine Taktik habe ich nicht ganz nachvollziehen können. Meine Taktik allerdings auch nicht, weil mir gerade mal so auffällt. Ich habe ja nur noch 3,5 Leben. Das, was ich gerade mache, ist eigentlich schon verloren. Also, hier verliere ich jetzt locker nochmal eins. Ne, ein halbes nur. Okay, das ging ja sogar noch. Hier habe ich nochmal ein halbes verloren. Hier habe ich eins verloren, glaube ich. Oder nochmal ein halbes. Ich weiß es nicht genau. So. Und jetzt gehe ich rein. Oh, von hinten. Nein, schade. Hätte ich mehr Leben oder so. Oder eine schnelle Spitzhacke. Dann hätte es vielleicht was werden können. Aber so war es nicht possible für mich, das Bett zu holen. Okay, ist nicht so wichtig. Also doch, wichtig schon. Aber ist nicht so schlimm, wollte ich sagen. Weil im nächsten Versuch schaffen wir es dann halt einfach. Okay, das war gut, aber ich glaube, ich war bei Team Blau, ne? Dünn, schon wieder mein Handy. Oh, das ist ein Bogen, tschüss. Und hast mich keiner mit dem Bogen getroffen, war auch nicht so geil. Oh, und den nächsten auch noch geraggt, aber dann leider auch selbst gestorben. Aber der hatte gute Sachen und der wirft die alle weg. Hat man ja gerade hoffentlich schön gesehen, ne? So. Dann holen wir uns einfach nochmal das gleiche Equip. Und mir wurde auch der Tipp gegeben, in QuickBet, wo es mal diese Item-Packages zu benutzen. Ist mir dann, als ich das erste Mal entdeckt habe, tatsächlich auch... Oh, meine Augen tränen, Leute, sorry dafür. Ist mir dann, als ich die das erste Mal entdeckt habe, auch aufgefallen, dass sie eigentlich richtig praktisch sind. Meine Augen tränen übrigens immer noch. Also falls sie jetzt gleich so ein bisschen... Falls sie so ein bisschen gerötet sind, dann tut mir das leid. Aber ich habe nicht geweint oder so. Keine Ahnung, woher das jetzt kommt. Was Grün da allerdings macht... Weiß ich auch nicht genau. Wirklich nicht. Vor allem sind sie ja auch zu dritt. Das ist ja wohl eigentlich kein Problem, sich da mal gediegen in die Mitte zu bauen. So, du bist doch schon wieder einer von den Leuten, die dumm sind, genau. Wollte ich eigentlich nicht sagen, sondern eigentlich einer von den Leuten, die mich ziemlich nerven. Aber im Endeffekt bist du dann einfach runtergelaufen, was ich dann doch ziemlich cool von dir fand. So, die Blöcke alle richtig gut geplaced haben und direkt weiter geht's. Direkt weiter. Zeig, du hast doch keinen Bow, oder? Schießt du mit dem Bow auf mich? Keine Ahnung, nee, tust du gerade irgendwie nicht. Das ist auch schon mal gut, gute Neuigkeiten. Hab diesmal allerdings nicht so viele Blöcke. Trotzdem wird sie wahrscheinlich nerven, dass sie gleich... Oh. Ah, schade, wieder zu wenig... Leben und zu langsame Spitzhacke. Sonst hätte ich vielleicht hinter mir zubauen können. Wäre ganz cool gewesen. Naja. Naja, wir haben unser Bett noch nicht mal eingebaut. Das ist typisch für mein Team leider. Liegt auch wahrscheinlich an mir. Und komm, wir übernehmen jetzt mal die Aufgabe, unser Bett einzubauen, okay? Und weil die anderen das schon gut eingebaut haben, bauen wir es besser ein. So, pass auf. Wir machen... Hier, bum, 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 bum. Ganz klassisch, ne? Mit normalen... Ich habe mein Handy, das fuckt mich aber ganz schön ab. So. Ganz klassisch mit... Ah, nee. Nee, nee, so nicht. Ach, egal. Okay. Ich bin nicht der beste Betteinbauer, Leute. Mein Gott, ich bin echt scheiße im Betteinbauen. Okay, ist egal. So, es soll ja nur so aussehen, als wäre es krass. Ne? Na, eigentlich soll es auch krass sein. Okay, pass auf, wir holen uns Kisten. Bumm. Und die Kisten, da weiß ich natürlich noch, wie man es gut einbaut. Klatschen wir so hin, dass jede Lane hier erstmal, also jeder, ne, jeder Gang hier eine Kiste hat. Gut gemacht haben. Dann kann man das Ganze natürlich noch erweitern, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Und an manchen Gängen zwei Kisten machen.
Ich hatte jetzt nicht gerade gute Möglichkeiten dafür. Aber den Rest ersetzt man einfach nochmal durch Endstein. Und normalen Stone. Und hier oben kommen auch nochmal. Wunderbar. So läuft es, Leute. Jetzt ist unser Bett eingebaut. Ich bin zufrieden mit meinen Bau... Also nein, ich bin nicht zufrieden mit meinen Baukünsten, weil die waren echt kacke. Aber mit der Lage jetzt. Oh, 43 Eisen, dicker als ob. Da kühle ich mich da erstmal. Aber mit der Ach, nicht Ausgangs, mit der Endsituation hier bin ich doch ganz zufrieden eigentlich. Ich habe jetzt die ganze Zeit hier so einen schönen Ladekreis. Ah, nicht mehr. Hatte die gerade die ganze Zeit so einen schönen Ladekreis am Mauszeiger dran. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Jetzt hat er mir das ganze Gold weggenommen, wo ich mir doch gerade einen schönen Bow kaufen wollte. Ach, da ist es ja wieder. Bumm. Dann kaufen wir uns noch mal einen hier direkt. Zack. Ich weiß gar nicht. Kenne ich hier von einem? Nee. Nee. Keiner aus unserem Clan in der Runde. Schade. Weil mit dem Clan macht es echt Bock. Ich sehe gerade, ich bin so, schon fast ein bisschen dunkel. Dann muss ich das mal so etwas besser, oder? Ich habe nämlich keine Softboxen, wie ich auch schon seit Jahren erwähne. Was echt schade ist. Aber dafür habe ich einfach kein Geld. Hui. Ja, deswegen. Weil die sind ganz schön teuer. Und theoretisch könnte ich mir mal welche zulegen. Allerdings gibt es dann noch so viele andere Dinge, die ich mir noch zulegen will, wie eine Spiegelreflexkamera. Was ich vor Schweden wahrscheinlich nicht mehr schaffe, aber dann vor dem nächsten Urlaub, weil dieses Jahr steht ja noch einiges an Urlaub an. Und ja, deswegen. Vor dem nächsten, denke ich. Zack. Schweden, also weder Spiegelreflex noch Drone. Da gibt es gar nichts von beiden, leider. Aber es wird natürlich trotzdem da Aufnahmen geben, die ich dann mit der GoPro und der Spiegelreflex meines Vaters machen werde. Die Spiegelreflex meines Vaters hat nur einen Nachteil, sonst würde ich mich natürlich auch mit der zufrieden geben und keine eigene wollen. Die kann leider keine Videoaufnahmen machen. Deswegen kann ich mit der nur Timelapses and stuff like that machen. Ist ja ganz klar, ne? Ich bin weg. Der Typ ist direkt hinter mir. War er nicht, er ist da oben geblieben. Aber ich finde auch schon Timelapses dann mit der Spielreflex sind eine ganz coole Sache. Weil, wie jeder weiß, Timelapses bestehen aus Fotos. Also weiß vielleicht nicht jeder, aber wissen manche von euch, die sich auch ein bisschen für Fotografie interessieren. Und ja, das kann ich natürlich dann mit der machen. So, ich habe dich mal vom Teleportieren abgehalten, was ich ganz cool fand. Jetzt komme ich einfach runtergejumpt und töte dich One-Hit. Gute Taktik, Torben. Gute Taktik. Good played. Man muss sich ja immer selbst loben, obwohl Eigenlob stinkt. Manchmal tut es auch ganz gut und in der Situation fand ich es tatsächlich angebracht. Herr werden. Willst du mich verarschen? Schieß jetzt grün auf mich. Ne, der blaue da oben hat einen Bogen. Okay. Mal gucken, ob wir den bekommen. Na, komm schon. Jawohl. Genauso will ich das haben, Torben. Jetzt musst du nur noch einmal treffen hier. Um dem da oben ein bisschen leichtere Arbeit zu machen. Oh, er zerstört. Warum? Warum fliege ich denn über eine hohe Mauer? Einfach so. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Warum passiert das einfach so? Ich verstehe das einfach gar nicht gerade. Ich komme da gerade echt nicht drauf klar. Was soll das denn, ey? Naja. Unser Rush Equip ist gepackt, Leute. Unser Rush Equip ist gepackt. Wir legen los. Rennen da einfach mal hoch und sagen kurz Hallo. Also blau. Grün finde ich echt ein bisschen abartig, dass die immer noch nicht kommen. Also, keine Ahnung. Das ist doch echt. Du kannst mir erzählen, dass es was mit Taktik zu tun hat, aber das ist dann echt eine Pussy-Taktik, finde ich. So, wir bauen uns einfach mal ein Stückchen dahin. Okay, ich wurde beschossen schon von irgendwoher. Aber ist ja egal, wir haben ja eh nur Blöcke dabei. Achtung.
Okay, ich bin runtergefallen, war nicht geplant. Auch wenn es vielleicht so ausgesehen haben könnte, weil der eine jetzt da ist. War allerdings nicht geplant. Okay, der ist auch tot. Mal gucken, ob wir zu Team Grün kommen. Fände ich ganz fresh, weil Team Grün ist nervig. So, hier das behalte mal. Nee, alles, genau. Okay, er ist bei uns, stimmt. Habe ich schon ganz vergessen. Also ihr seht schon jetzt, wenn der Hintergrund so dunkler ist und ich wesentlich heller, das regelt die Facecam ja automatisch hier von Logitech, dann ist es draußen dunkler. Dann stellt ihr das Licht auf mich höher. Also, weil es dann, also das Verhältnis vom Hintergrund, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Und so ist es gerade auch. So ist es. Die Sonne ist hinter einer Wolke anscheinend. Also ich sehe es nicht, weil ich wie heißt das Ding? Nicht mein Rollo, aber meine Jalousie, sage ich mal, heruntergezogen habe. Und deswegen sieht man das halt einfach gar nicht, ne? So, das Ding ist, jetzt habe ich hier was gemacht. Ich habe mich sau hoch gebaut, ne? Das ist so hoch. Da könnt ihr wahrscheinlich nicht mal mehr mit dem Bogen draus schießen. Aber wie soll ich denn hier runterkommen? Die haben ja gar kein Wasser. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Die Turmtaktik ist hier ja kacke. Höchstens vielleicht, dass ich ein MLG Cobweb mal wieder versuchen könnte. Was natürlich echt hart ist. Aber auch machbar. Ich weiß noch nicht, ob es für mich machbar ist, weil ich kann das nicht. Wir versuchen es einfach mal gleich hier schön auf das Bäumchen da unten. Okay, erstmal zurück nach Hause. Und den einen blauen, der da gerade bei uns ist. Oh, da kommen ganz viele. Nicht gut, Leute. Humarco ist online. Hallo, Humarco. Ich hoffe, du siehst jetzt nicht, wie ich hier verliere. Weil es könnte echt kurz davor sein. Achtung, eine deiner Traps. Oh. Oh, jetzt wird's knapp. Oh, ich bin so kacke. Ich bin da runtergefallen. Das ist ganz und gar nicht gut. Oh fuck, die sind weg. Oh, das ist nicht gut, Leute. Wir holen uns die Spitzhacke und boxen die jetzt. Kommt, los geht's. Okay, einer ist tot. Hatten wir noch eine Trap? Aber einer von uns ist auch gestorben, oder? Ja, einer von uns ist gestorben. Und er ist tot, aber er hat halt noch ein Bett. Okay, das ist nicht gut. Und ich wollte MLG Cobweb machen, was jetzt auch nicht mehr machbar ist. Das wäre jetzt MLG Risk 100%. Wollen wir das machen, Leute? Komm, wir machen das, oder? Ich weiß nicht, sollen wir das machen? Also, wenn ich das überlebe und dann noch das Bett von denen kriege, dann hätte das ultimativ viel Stil. Aber ich würde lieber noch die Runde holen, oder? Deswegen kommen wir lassen das MLG. Cobweb. Bitte nicht sterben, Kollege. Sonst mache ich, glaube ich, MLG Cobweb, weil sonst habe ich gegen Team Blau wahrscheinlich keine Chance mehr. Die dann einfach noch zu dritt sind und halt ein Bett haben. So, mal gucken. Wobei früher in meinen besten Zeiten, sage ich mal, habe ich auch noch echt viel geschafft immer. Ich versuche das einfach. Ich versuche das einfach, Leute. Ich versuche jetzt hier einfach was mit ihm noch, beziehungsweise hinterher dann eventuell gleich schon alleine zu reißen. Ich versuche ihm mal zu helfen irgendwie, wenn das irgendwie geht. Wenn es irgendwie für mich machbar ist, den da zu treffen. Ich wäre happy des Todes. Er hat ihn erstmal ausgetrickst und er ist tot. Ja, ich konnte nichts machen, leider. Und er heißt auch noch so Ranky, your friend, ey. Mann, er war mein Freund. Ich habe ihn im Stich gelassen. Aber wo ist er noch hingerannt? Weiß ich nicht. No idea, my friends. Er ist tot. Ja, das kriege ich ein heftiges GG von mir. Ich hole mir mehr Cobwebs, ey, die sind so wichtig. Okay. Weil ich bin ja relativ gut equipped. Spare ich noch auf ein Eisenschwert und dann kann ich halt in den Cobwebs
Die sind dann echte Lifesaver für mich. Sollte ich mir sowieso mal angewöhnen, mehr mit denen zu spielen, mit den Spinnennetzen hier. Wie viele haben wir dann davon? Easy, 19 Stück. Gehen halt leider immer kaputt, wenn man die mit dem Schwert abbaut. Deswegen 19 Stück sind gar nicht mehr schlecht. Dann warten wir noch, ob das eine Gold kommt. 20 Sekunden hier. Und dann können wir loslegen. Dann können wir fighten. Okay. Team Blau hat da jetzt einfach nochmal genau das gleiche wie ich gebaut. Heftiges GG, da oben hängt doch schon ein Spinnennetz. So, 5, 4, 3, 2, 1. Boom. Perfekt. Diese Timer sind echt cool. Und dann haben wir auch ein Eisenschwert, was ziemlich nice ist. Weil jetzt können wir dann auf dem Weg in die Mitte, sobald wir sehen, dass da tatsächlich ein Blauer kommt oder halt ein Gegner, ein Spinnennetz platzieren. Ihn muss ich allerdings noch so wegspammen, weil ich nicht jeden wissen lassen will, dass ich Spinnennetze habe. Okay, die sollte ich aber direkt hier platzieren, glaube ich. Damit ich direkt so. Oder vielleicht so. Nee, nee, das reicht so. Oh Gott, ey. Nee. Das wäre ein bisschen zu risky. Den würde ich gerne. Den würde ich schon gerne da sehen. So kann ich ihn leider nicht treffen. Okay, jetzt renne ich einfach zu blau durch, weil ich gesehen habe, dass einer da oben auf der Treppe ist. Das sehe ich jetzt einfach mal als Chance, da durchzurennen. What? Ich bin gestorben! Er hat mich einfach noch gekriegt. Oh Mann, wie hat er das gemacht? Aber es war echt gut. Lol. Ja, GG an ihn, ne? GG. Sieht keiner mehr, aber. Leute, man kann nicht jede Runde gewinnen, ich sag's so oft. Na, so oft sage ich es nicht, weil ich echt viele Runden gewinne, leider. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem ein bisschen unterhalten können. Mir hat's trotzdem Spaß gemacht. Am Ende habe ich dann halt einfach verloren. Passiert, die Besseren gewinnen. Und ich würde sagen, ihr lasst eine positive Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Würde mich echt freuen, weil mich freut jeder Daumen hoch und jeder Kommentar von euch. Und falls ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr dann natürlich auch gerne abonnieren. Dann erfahrt ihr jedes Mal, kriegt ihr jedes Mal eine Nachricht, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Und ja, was bleibt sonst noch zu sagen? Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.